Hallo und herzlich willkommen zu Part 38 von Feed the Beast Infinity Involved Skyblock. Ja, im letzten Part haben wir ja daran gearbeitet, die Items zu bekommen, die wir so brauchen für unseren Creative Tank. Und damit habe ich natürlich auch fleißig weitergemacht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Capacitors. Was habe ich denn da geschrieben? Capacitors. Davon brauchen wir noch einen Stack und das können wir jetzt gleich noch bestellen. Das sollte dann ohne Probleme durchlaufen. Das machen wir mal kurz. Dann sollten wir sehen, da hinten wird jede Menge Terra Steel erzeugt. Das funktioniert hervorragend. Und auch die Blümchen, die ich da unten noch gesetzt habe, sind auf jeden Fall wesentlich schneller. Den Unterschied merkt man schon sehr, muss man sagen. Das Obsidian Barrel habe ich jetzt geupgradet. Wie man sieht, da passt jetzt einiges mehr an Obsidian rein. Ist natürlich noch nicht voll. Das dauert dann noch ein bisschen. Aber das wird. So, für die Folge habe ich mir jetzt erstmal vorgenommen, das da hinten in Ruhe zu lassen. Das dürfte jetzt langsam aber sicher seinen Terra Steel machen. Und den ganzen anderen Kram, den es noch braucht. Das meiste hat es schon. Von daher dauert es nicht mehr allzu lange. Aber das lassen wir für die Folge erstmal jetzt ruhen. Und ich würde sagen, wir begeben uns mal ins Ende und besuchen ein schönes Monster, was dort lebt. Nämlich den Chaos Guardian auf dem Chaos Island. Und ja, da habe ich mir schon mal Zeug zusammengerichtet. Den Rest habe ich mal hier reingeschmissen. Ich denke, mehr brauchen wir nicht. Das Ding nehmen wir mal mit. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir die zwei verschiedenen Sachen verlieren. Das Ding hat Soulbound mit dabei. Die Dinger sind ja nicht unbedingt jetzt so wichtig. Die anderen Sachen hier haben auch alle Soulbound. Das heißt, das ist kein Problem. Und ich ordne das mal ein bisschen anders an. So, das hier hin. Die habe ich mir jetzt mitgenommen, dass falls das nicht reicht, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Ich habe nämlich keine Ahnung. Den Kampf habe ich noch nie gemacht. Falls es dann nicht reichen wird, dass ich das auch aufladen kann. Aber ich würde sagen, ein Angel Block wäre noch nicht schlecht. So, dann kann ich das Ganze auch platzieren. Und dann begeben wir uns mal ins Ende. Und besuchen diesen Drachen. Da müssen wir jetzt mal gucken nach den Positionen, wo wir denn da uns so befinden. Denn der Chaos Guardian bzw. das Chaos Island finden wir alle 10.000 Blöcke. Also zum Beispiel Y0, Z0 und X 10.000. Da haben wir dann zum Beispiel ein Island oder eben X und Z 1000, je nachdem. Beziehungsweise Y ist, glaube ich, so, ja, um die 70 rum oder so, keine Ahnung. Das heißt, wir fliegen als erstes mal in die Richtung so. Und Z versuchen wir mal auf 0 zu bekommen. Und da geht noch ein bisschen schneller, würde ich sagen. Nur sollte man Z vielleicht auf 0 behalten. Hey, in welche Richtung muss ich jetzt? Das ist ein bisschen schwierig herauszufinden, wenn man keine Blöcke außen herum hat. In welche Achse man fliegt. So, X haben wir jetzt praktisch auf 0 und wir fliegen jetzt in Richtung Z. Dann behalten wir das so bei, dann dürften wir da irgendwann das Chaos Island besichtigen können. Und dann sollten wir auch relativ bald da sein. Das ging doch jetzt sehr schnell. Zeitraffer macht es möglich. Da haben wir ein Island. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und das ist das Chaos Island. Definitiv. Da außen sehen wir den Ring entsprechend. Das heißt,
Außerhalb des Rings möchte ich auch nicht unbedingt kommen. Hier machen wir mal unser Tesseract hin. Unsere Ladestation sozusagen. Das Teil sollte Energie haben, hat es jawohl. Und das Ding hier stellen wir mal gerade auf Add New und dann Commit. Nein, das wollte ich nicht wegmachen. So. Dann können wir nämlich dahin teleportieren. Wenn ich F3 ausmache, dann sehe ich auch diese Informationen. Na, lässt du dich dahin scrollen? Ja, macht es. Sehr gut, hervorragend. Das heißt, einmal hier Schwert in die Hand und einmal das Ding, damit wir auch sehen, was wir so haben. Und hier irgendwo sollte der Chaos Guardian rumfliegen. Hoffe ich mal. Oh, das sieht lustig aus. Nur der Balken vom Chaos Guardian wird mir nicht mehr angezeigt. Das ist komisch. Oh, da hat es mich mal vom Server geschmissen. Sehr schlecht. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Nachdem der Server endlich wieder angestartet ist. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja. Irgendwo hat er wohl Probleme gehabt mit dem Chaos Guardian und dem ganzen Welt, die hier geladen ist. Aber das macht nichts, das ist gar kein Problem. Davon lassen wir uns nicht irritieren. Nur lassen wir uns auch nicht treffen von dem Drachen. Denn der macht ganz schön Schaden. Und diese Dinger da wollen wir irgendwie treffen. Ohne dass er uns trifft. Uiuiuiui. Also wie man sieht, ich habe ja eine relativ gute Rüstung, aber ja, er ist trotzdem brutal stark, was das angeht. Also von diesen Teilen hier sollte man sich nicht unbedingt treffen lassen. Und ich sollte, ups, gucken, dass ich hier wegkomme, beziehungsweise die Dinger treffe. War eine hervorragende Idee, mir entsprechend Energie mitzunehmen. Das war eine wirklich gute Idee. Da haben wir noch einen. Da haben wir auch einen. Ja, sehr schön. Regeneriere Entropie. Regeneriere. Und ich treffe fast keinen dieser Dinger. Immerhin ein paar habe ich schon weg. Critical Damage. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Drache. Nicht schlecht. Ich muss sagen, du hast was drauf. Du hast was drauf. Das Ding ist schon kaputt. Das Vieh hat jetzt mal gerade meine gesamte Rüstung leergezogen. Ah, nee, die Dinger sind schon. Ah, ich das nur höre hier. Das Ding mal kaputt. Ist da noch was drin? Man sollte vielleicht nicht ganz so lange irgendwo stehen bleiben, vor allen Dingen nicht mit der massiven Rüstung da. Also, die ist jetzt nicht kaputt, ist, beziehungsweise ziemlich entladen. Das könnten wir auch mal kurz. Nicht, dass sonst zwischendrin dann mal die Energie ausgeht. Und ich hoffe, du hast mir jetzt nicht gerade. Ja, nee, hast du nicht. Sehr gut. Das zerstört. Das wäre sehr blöde.
Geh weg, Drache, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur dein Island hier irgendwie auseinandernehmen. Ui, alter Schwede. Also dieser Kampf sollte man auch nicht machen, wenn man nicht diese Rüstung hat. Alles andere, was man anhat, ist scheißegal. Man wird einfach getötet von den Drachen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Alter, das ist brutal. Das ist super gefährlich. Und ich dachte, ich hätte eine relativ gute Rüstung. Der Drache denkt da anders. Machen wir mal den inneren Kreis hier. Da ist es dann wenigstens kein Problem zu sehen, was wir schon haben, was nicht. Das ist in dem äußeren Kreis jetzt nicht unbedingt so einfach. Ja. So. Das Ding scheinen wir schon zu haben. Das Ding noch nicht. Ah ja, alle Dinger, die noch umrandet sind, solche schwarzen Teile außen herum haben, die haben wir noch nicht. Und alle anderen haben wir schon. Das heißt, die Mitte dürften wir jetzt alle haben, soweit ich das sehe. Da haben wir einen, den haben wir noch nicht. Da haben wir noch einen, den haben wir noch nicht. Jawohl. Weg hier. Critical Damage ist nie gut. Die Rüstung schützt einen wenigstens zumindest so lange, wie man noch irgendwie Energie hat. Das ist das Gute an dieser Rüstung. Das heißt, solange ich Energie habe in dem Teil hier, sollten wir nicht sterben. Zumindest das gibt ein wenig Sicherheit. Allerdings möchte ich es nicht ausprobieren, wann man sterben kann. Ja. Und man wird entsprechend ja langsam, wie man sieht. Also ich kann dann plötzlich nicht mehr wirklich fliegen und das Ding ist weg. Oh je. Oh je. Naja. Dann muss diese Energie reichen. Oder wir machen einen Abstecher nach Hause. So, jetzt ist die Frage, Chaos Guardian, aha, da haben wir noch ein Ding. Jawohl, das hätten wir mal. Und dann müssen wir jetzt noch schauen, wo er denn noch so seine Energie herbezieht. Jawohl, auch das haben wir. Ich glaube, wir kriegen sogar eine Chat-Message, wenn wir alle von den Dingern haben. Oder wir kriegen sie, wenn wir auf den Drachen schießen. Ja, wir bekommen sie, wenn wir auf den Drachen schießen. Und dass unser Ding da weg ist, finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Naja, gut. Kann man nichts machen. Mal vielleicht was essen. Dass wir wenigstens ein bisschen Leben regenerieren, auch wenn wir das nicht wirklich brauchen. Nee, Drache. Ich sollte mal Autofire reinmachen, das wäre mal eine Idee. Vielleicht, wenn wir weit genug weg sind, dass ich mal kurz ungestört bin, Drache. War es nicht I? Doch, war. Autofire on. Das sollte das Ganze schon mal ein bisschen besser machen. Nur haben wir insgesamt ziemlich viel Leck, was das angeht. Das ist natürlich sehr ungünstig. Naja.
Das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Jetzt würde mich nur interessieren, Drachen, kann ich dich jetzt schon abfeuern oder hast du hier irgendwo noch so ein Ding? Die sehen alle ziemlich kaputt aus. Kaputt, kaputt. Kaputt. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe so gut wie alle. Ob der Drache das auch so sieht, weiß ich nicht. Wo bist denn du überhaupt? Wo fliegst denn du rum? Wo bist du, Drache? Und die Dinger sind super, die folgen einem nämlich. Ey, Drache. Mal ernsthaft, wo bist du? Ah, da. Ah, ich kann ihn abschießen, jawohl. Also, habe ich es geschafft, alle seine Crystals wegzumachen. Und muss ihnen eigentlich jetzt nur noch so viel Schaden hinzufügen, dass er dann irgendwann stirbt. Was natürlich nicht unbedingt so einfach ist. Der macht mir auch sehr viel Schaden. Aber so ist es ganz gut möglich. Ich glaube sogar, wenn ich den. Eigentlich dachte ich, ich hätte alle. Da ist noch eins. Jetzt ab. Jetzt dürfte ich alle haben. Normalerweise dürfte ich ihm gar keinen Schaden machen können, wenn ich nicht alle habe. Weil er dann den gesamten Schaden absorbiert und einfach ganz ins Nichts geht. Aber das ist anscheinend hier noch nicht so. Noch nicht ganz so. Hey Drache, wo bist denn du hin? Da irgendwo. Aua. Da irgendwo. Gehen wir mal ein bisschen tiefer, dann sehen wir was. Diese Dinger nerven. Die verfolgen einen. Das ist grauenhaft. Ich glaube, man kann sie abschießen, aber. Schwierig. Drache. Wo bist du? Zeig dich. Oder habe ich dich schon? Okay, das war ein bisschen viel auf einmal. Allerdings sollten wir jetzt nichts verloren haben im Inventar. Wir sollten so ziemlich alles haben, jawohl, haben wir auch. Und ja gut, das Ding hier ist praktisch fast leer. Das erklärt dann auch, warum wir dann gestorben sind. Gut, mein Wrench habe ich jetzt nicht mehr und das den Staff. Das ist ungünstig. Hätte ich vielleicht nicht unbedingt mitnehmen brauchen, aber egal. Ah, den Wrench schon sinnvoll für das Tesseract. Das wieder aufheben zu können, aber. Jo. Egal. Brauchen wir noch irgendwas? Torches und so weiter. Ist alles weg? Egal. Einfach wieder hin. Kann ja nichts schief gehen. Wir können ja nur sterben. Und ich würde sagen, der Chaos Guardian ist weg. Oder? Nein. Er scheint da zu sein. Und, ah, wir haben ja Graves. Wir haben Graves, stimmt. Nö, das sind noch. Sind Drachen jetzt noch da oder sind es einfach nur noch Projektile, die hier noch rumfliegen vom Drachen? Einfach so. Auf was steht denn das Ding? Schon auf richtig, okay, gut. Nicht, dass er das zurücksetzt. Ah, da ist mein ganzes Zeugs. Ich wusste gar nicht, dass wir Graves aktiviert haben. Jetzt weiß ich's.
mir gar nicht mehr bewusst gewesen. Erstaunlich. So, das Ding hier. Siehst du, an das ganze Zeug habe ich auch nicht mehr gedacht, dass ich das auch alles noch anhabe. Gut, ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Da hätte jetzt nichts wirklich Wichtiges verloren. Das haben wir alles sehr gut. Dann haben wir ja gar nichts verloren. Ha. Umso besser. Und dann gucken wir mal hier unten rein. Der Chaos Guardian nämlich jetzt weg ist, dürften wir da unten jetzt den Chaos Shard immer noch haben. Da ist aber immer noch ein rotes Feld drum. Also müsste der Chaos Guardian noch da sein. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Aber er scheint weg zu sein. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Vielleicht die spawnt? Sollte eigentlich nicht, aber kann ja sein. Aber man merkt schon, ich habe den Kampf halt noch nie gemacht. Wo kommen die Projektile her? Die waren doch vorhin weg. Der muss noch. Ja, natürlich ist er da. Da ist er doch. Irgendwo. Da! Ja, toll. Alter, ist das brutal. Junge, was schießt der da alles ab? Das ist ja einfach. Das ist einfach nur noch krank. Das ist ja irre. Wie soll man denn das packen, wenn man ihn nicht findet und erst wenn man ihn findet, man prinzipiell tot ist? Ich will weg. Um Himmels Willen. Kann ich mein Zeug aufsammeln, ohne dass du mich angreifst? Wo bist du, Chaos Guardian? Wo bist du? Ich krieg dich. Du scheinst relativ weit außen immer die ganze Zeit geflogen zu sein. Der Richtung kommen die Projektile. Da irgendwo muss er sein. Aber das Problem ist, der fliegt dermaßen schnell durch die Gegend, dass man ihn nicht unbedingt finden kann. Das ist erstaunlich. Und mir wird noch nicht mal die Bar angezeigt, dass er existiert, dass er überhaupt lebt. Das ist schlimm. Wie soll man dich denn so töten, Guardian? Ach du meine Güte. Übertreib doch nicht. Alter Schwede. Ich zieh mich mal gerade hier zurück. Ich hoffe, dass er hier unten nicht rein kann. Das wäre sehr schön, wenn das möglich ist. Dann kann ich mir nämlich mal den Kram hier anziehen. So, dann gehen wir mal nach draußen. Gecharged bin ich ja. Und dann gucken wir mal, ob wir den jetzt finden. Ich möchte dich jetzt unbedingt haben. Wo bist du? Da kommen jede Menge her. Da. Da ist er. Da bist du. Jawohl, endlich. Und natürlich noch einmal gestorben.
Super. Wer auch immer jetzt mitgezählt hat, kann ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ich jetzt gestorben bin an diesem Kampf. Ich würde sagen, direkt wieder hin. Und gucken, was passiert. Hier sollte einmal ein Drachenherz sein. Natürlich nicht verkehrt ist. Nehmen wir mit. Irgendwo sollten unsere Items noch rumschweben. Die sind relativ hoch gewesen, genau hier. Die nehmen wir natürlich mit. Und ich glaube, wir müssen uns auch noch ein bisschen beeilen, was das angeht. Denn das Chaos Island wird sich, glaube ich, auflösen. Oder nein, das Chaos Island wird sich definitiv auflösen. Hier liegt jede Menge Experience. Brauchen wir aber alles nicht. Wir nehmen nur den da mit. Und ich mache mir mal kurz hier noch einen Flug. Beziehungsweise brauche ich nicht. Habe ich die aufgesammelt? Zwei Shards habe ich. Damit sind die restlichen. Und ja, ich glaube, dieses Island wird sich jetzt dann gleich verabschieden. Relativ gleich. Relativ bald. Ich hoffe, dass vier Shards alles sind, die man rausbekommt. Wenn nicht, dann ist es Verschwendung. Aber naja, gut. Wäre jetzt nicht so tragisch. Der Kampf war ja nur sehr schwer. Und da kommt die Explosion. Das Island dürfte sich jetzt dann komplett auflösen. Da dürfte nichts mehr übrig bleiben. Ich habe nur gerade Angst, da wieder reinzufliegen. Ah, noch, noch. Noch ist was da. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Da kommt was. Da tut sich was zumindest. Setzen wir mal hier einen Punkt. Add new. Nennen wir es mal Hallo. Dann kann ich es wenigstens unterscheiden. Falls die Explosion zu schnell zu uns kommt oder sonst irgendwas, dann können wir da schnell hin. Also da passiert auf jeden Fall was. Das ist schon mal. Und nein, bin nicht ich. Das ist nicht meine Maus. Das passiert hier wirklich gerade. Meine Maus wird hin und her geschaukelt sozusagen. Beziehungsweise eigentlich schaukelt dann ja wohl eher das Island. Alter, ist das krass. Das ist Wahnsinn. Ich muss sagen, Draconic Evolution, das überrascht mich immer wieder. Ist das jetzt vorbei? Ist da noch was? Ich würde sagen, das ist vorbei. Das Island ist ja nicht mehr wirklich da. Super. Beziehungsweise nicht so super. Aber oh, wir haben ein paar Chaos Shards. Damit können wir einen Draconic Reaktor machen. Und mal gucken, ob ich das noch machen werde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn der explodiert, dann sieht es genauso aus. Das heißt, den werde ich sicher nicht neben meiner Base bauen. Sonst wäre die irgendwann weg. Vielleicht, wenn ich Pech habe. Aber mal schauen, ob ich den überhaupt mache, wie ich den mache. Mal sehen. Ich würde sagen, gehen wir erstmal nach Hause. Legen unser Herz weg hier. Und gucken mal eben gerade kurz, was hier an Capacitors da ist. Wir haben 47 Stück davon. Der Rest wird noch gecraftet. Der macht da unten rum.
Das heißt, wenn wir jetzt unseren Staff noch irgendwo haben, dann dürften wir das sehen. Jawohl. Es tut sich was. Hervorragend. Super. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich weiß, was ich als nächstes mache. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder und ich habe festgestellt, dass wir am Folgenende angelangt sind und ja, außerdem habe ich festgestellt, dass wir wahrscheinlich 5 rausbekommen müssten, denn laut Rezept brauchen wir, um den Reaktor zu bauen, 5 Stück und deswegen nehme ich mal an, dass wir auch 5 rausbekommen. Das heißt, ja, irgendwo ist da eins liegen geblieben, naja. Egal, nicht ganz so schlimm, falls ich noch mehr von den Dingern haben will. Ich kann hier einfach noch einen töten, auch wenn es nicht unbedingt gerade so einfach ist. Mal schauen, ob ich den Reaktor bauen werde oder nicht, weiß ich ja noch nicht ganz so genau. Das heißt, das werden wir sehen. Aber in der nächsten Folge werden wir uns sowieso erstmal hier mit diesem Creative Tank da weiter beschäftigen, dass wir den irgendwann fertig bekommen. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.